Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Bevor wir jetzt mit dem Video starten, Moment, ihr seht mich gar nicht. Kurze Story, Freunde, und zwar, ich muss dieses Video gerade zum zweiten Mal drehen, denn ich habe beim ersten Mal vergessen, bei der Kamera auf Aufnahme zu drücken. Deswegen drehe ich das Video jetzt nochmal für euch. Und zwar, ihr habt es im Titel wahrscheinlich eh schon gelesen. Wir schauen uns heute zusammen mal mein Streaming-Setup an, denn ihr habt mir wieder zahlreiche Nachrichten auf Instagram geschrieben, ob ich denn mal ein kurzes Video abdrehen kann, was ich so für Streamen bzw. für Reaction-Videos benutze. Das heißt, Mikrofon, Audio-Interface, Kopfhörer und so weiter, werde ich euch heute alles zeigen. Wir haben jetzt nur ein Problem, und zwar, wo ich eigentlich gedacht habe, ich nehme das Video gerade auf, habe ich mit euch zusammen ein kleines Paket ausgepackt. Das heißt, ich kann es jetzt nicht nochmal auspacken. Ich werde euch einfach den Artikel zeigen, was ich da in dem Video ausgepackt habe. Ist jetzt nichts Besonderes, aber damit habe ich eigentlich mein Streaming-Setup vervollständigt. Das heißt, das war eigentlich das letzte Teil, was mir noch so gefehlt hat. Wahrscheinlich kommen noch 20.000 andere Sachen. Aber ich denke mal, so bin ich gut ausgerüstet für die kommenden Streams. Falls ihr die nicht verpassen wollt, Freunde, ihr wisst, was zu tun ist. Glocke aktivieren bzw. Kanal abonnieren. Wo ich das Unboxing gemacht habe, habe ich jetzt auch nicht mehr aufgeräumt. Deswegen sieht es hier unten schon wieder aus wie Scheiße. Ich kann euch mal kurz zeigen, was ich mir bestellt habe bzw. was ich eigentlich ausgepackt habe. Jetzt muss ich nur schauen, wo der Artikel ist. Und zwar, wie gesagt, nichts Besonderes, aber ein newer Mikrofonarm. Und zwar ist der nicht für ein Mikrofon gedacht, sondern für diese Kamera. Das heißt, ich kann euch jetzt immer gut irgendwo an der Seite platzieren, weil sonst hatte ich ja die Kamera immer vom Bildschirm. Ich hoffe, man kann sehen. Ich habe euch ja meistens immer vor diesem Bildschirm gestellt. Und das hat mich immer mega genervt, weil da habe ich die ganzen Einstellungen nicht gesehen, beziehungsweise im Stream den Chat nicht lesen können. Das hat mich halt immer gestört, dass die Kamera vor dem Bildschirm stand. Und ich dachte mir, mit einem neuen Mikrofonarm müsste das Problem behoben werden. Ich hoffe, das funktioniert auch. Das werden wir auch zusammen in diesem Video auspacken. Natürlich zeige ich euch mein Streaming-Setup. Das ist ja das Hauptthema. Und es gibt noch was Neues. Ist jetzt auch nichts Besonderes. Aber ihr wisst, ich habe aktuell immer mit diesem Teppichmesser meine Pakete aufgemacht. Und passend dazu habe ich von meinen Eltern ein kleines Messer bekommen. Einfach so, ist so ein Bushcraft-Messer oder so. Keine Ahnung. Das heißt, wir haben jetzt hier ein neues Unboxing-Messer und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Setup. Ich werde wahrscheinlich den PC jetzt anmachen müssen, denn ich will euch ja auch das Streaming-Programm zeigen. Deswegen PC schnell hochfahren und dann würde ich sagen, starten wir mit meinem Streaming-Setup. So, machen wir mal die gute Schüssel an. Also ich habe jetzt immer noch keine Lösung gefunden, beziehungsweise er steht jetzt immer noch so da. Obwohl ich ja hier so eine Glasfront habe, wäre schon geil, wenn die irgendwo auf dem Tisch stehen würde oder so. Aber ich habe dafür keinen Platz, wie ihr seht. Mein Tisch ist schon voll mit Equipment. Wir fangen jetzt an, und zwar eigentlich mit dem neuesten und wichtigsten Equip, was ich so für meine Streamings bzw. für meine Reaction-Videos benutze. Apropos Reaction-Videos, Freunde, ich werde jetzt in Zukunft wieder ein bisschen mehr Reaction-Videos abdrehen für euch, weil in letzter Zeit kamen irgendwie ziemlich wenig Videos von mir und ich will das jetzt wieder ändern. Ich hatte halt so eine Flaute und ja, ich muss jetzt einfach wieder ein bisschen Gas geben. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mein Mikrofon, beziehungsweise die Leute, die mich schon länger verfolgen, wissen ja eigentlich, was ich so an Equip habe. Aber für die Leute, die neu auf meinem Kanal sind, ich zeige es euch gerne nochmal. Und zwar, ich besitze das Rode NT1A Studio Mikrofon mit Pop-Up-Schutz. Man sieht es auch hier. Warum ist das jetzt so locker? Ich hoffe, man kann sehen, hier ist sogar der Schriftzug von Rode. Hier das Großmembran-Mikrofon mit Mikrofonspinne wird auch mitgeliefert. Ihr findet auch alle Artikel, die ich euch hier zeige, unten in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn ihr irgendwas kaufen wollt, wenn ihr irgendwas sehen wollt, könnt ihr gerne mal auf den Link klicken. Und genau, machen wir weiter. Passend dazu natürlich Mikrofonarm. Den habe ich jetzt hier einfach so befestigt. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Auf jeden Fall mega, mega geiles Mikrofon. Bin ich mega zufrieden. Ich habe jetzt lange Zeit mit diesem Mikrofon hier, Moment, mit diesem Mikrofon hier meine PC-Vlogs und Streams abgedreht. Ja, ist ein USB-Mikrofon. Falls ihr ein USB-Mikrofon sucht, Leute, ich kann euch das so empfehlen. Aula Mic 900B. Mega geiles Teil, mega günstig. Also für den Preis macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Ihr könnt es, wie gesagt, einfach ganz easy
per USB an euren PC anschließen. Ich habe das jetzt halt ersetzt durch dieses schöne Mikrofon. Ist auch ein Gesangsmikrofon, aber ich nutze es aktuell für Reaction-Videos, Streaming. Gehen wir gleich mal weiter. Das habe ich euch auch schon gezeigt. Hier meine neue Kopfhörerhalterung. Mega geil, also ohne Scheiß. Finde ich mega praktisch. Hier mein kleines Gaming-Headset. Das habe ich mir damals gekauft, weil ich ab und zu mit dem Kollegen zock. Deswegen brauche ich ein Mikrofon und ich hatte keinen Bock. Oder ich habe keinen Bock immer, wenn ich gemütlich zocken will, dass ich ein Mikrofon vor meiner Nase habe. Deswegen hier so ein günstiges Gaming-Headset. Reicht vollkommen aus. Dann natürlich meine neuen Kopfhörer. Biodynamics DT770 Pro 250 Ohm-Variante. Darüber habe ich auch schon ein Video gedreht. Ich bin mega zufrieden. Apropos, Freunde, das muss ich euch noch kurz sagen. Und zwar, ich tue mal kurz das Mikrofon auf die Seite. Ich habe ja in dem Video, wo ich euch diese Kopfhörer vorgestellt habe, habe ich ja gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Kopfhörer zurückschicken soll oder werde, weil der Ton so extrem leise ist, obwohl ich an meinem Audio-Interface das Volumen auf 100% gestellt habe, war es trotzdem viel zu leise. Es haben halt viele auch in den Rezensionen geschrieben, kauft euch lieber die 80 Ohm Variante, das heißt, man hat viel mehr Spielraum mit dem Volumen, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir passiert ist. An meiner Tastatur, falls es jemand interessiert, ich habe die Sharkoon, glaube ich, Sharkoon Skiller Pro Tastatur inklusive Staub, also kann ich echt gut empfehlen. Ich kann hier an meiner Tastatur die Lautstärke auch noch separat regeln und ich hatte den Ton hier auf 40%, aber an meinem Audio Interface auf 100% und ich dachte mir so, hä, warum ist der Ton so leise? Und deswegen habe ich auch in dem Video gesagt, ich weiß nicht, ob ich die zurückschicke und mir die 80 Ohm Variante hole, aber zurückschicken wollte ich es dann doch nicht, weil erstens, ich habe die Verpackung in dem Video ja aufgerissen und wie gesagt, ich hatte das Volumen an meinem PC auf 40%, dann habe ich einfach die Lautstärke hier an meiner Tastatur erhöht und zack, siehe da, Kopfhörer funktionieren ohne Probleme, Lautstärke reicht vollkommen aus, ich muss sogar hier jetzt leiser machen, das heißt, ich werde sie nicht zurückschicken, ich werde sie behalten und es macht so viel Spaß damit zu produzieren, geschweige denn Musik zu hören oder zu zocken oder egal was, die sind einfach so geil und der Klang, ohne Scheiß Leute, für den Preis kann ich es euch einfach nur empfehlen. So, weil wir gerade bei der Tastatur waren, also wie gesagt, genau hier steht es nochmal, Sharkoon Skiller Pro inklusive Staub, nein Spaß, aber ich glaube, ich sollte mal abstauben. Dann gehen wir gleich mal weiter zu meiner Maus, ich muss mal kurz schauen, was ich hier habe, eine Focus, komm schon. Ja, so halb. Zelotes Custom Gaming Maus C12. Sehr geiler Name auf jeden Fall. Nein, aber wie gesagt, ich bin übelst zufrieden. Ich hatte jetzt schon mehrere Mäuse am Start. Und ich muss sagen, ich bin seit, ich glaube, 3 Jahren Vollgas mit dieser Maus zufrieden. Hier habe ich nur das Problem, dass ich ein bisschen zu kurzes Kabel habe. Beziehungsweise, dass mein Tisch ein bisschen zu groß ist. Aber funktioniert jetzt trotzdem. Passt einigermaßen. Und ich würde sagen, wir schauen gleich mal weiter zu meinem Stream Deck. Das habe ich euch ja auch schon mal im Video gezeigt. Hier mein 6-Tasten Stream Deck. Also ich habe das Stream Deck Mini übelst günstig geschossen. Es war gerade Cyber Monday und ich habe es, glaube ich, für 50 Euro oder so gekauft. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ziemlich praktisch. Also hier habe ich jetzt FL Studio auf 1. Drücke ich drauf, zack, öffnet sich FL Studio. Dann haben wir hier OBS. Dazu kommen wir gleich. Das ist mein Streaming-Programm bzw. auch PC-Aufnahmeprogramm. Hier YouTube, einmal klicken, zack, öffnet sich YouTube, wenn man Internet gehen würde. Jetzt. Dann haben wir hier einmal Google, können wir auch kurz drauf drücken, zack, öffnet sich Google. Und sogar in einem neuen Tab, finde ich sehr, sehr praktisch. Man kann so viel einstellen. Wie gesagt, ich habe jetzt nur das Nötigste drauf, YouTube, was ich halt so brauche. Und genau, hier, total unspannend, mein Handy, Lade, Case, Lade, schieß mich tot, benutze ich eigentlich nicht, steht eigentlich nur zur Deko hier. Hier natürlich wieder Müll. Ach ja, bevor ich die Biodynamics DT770 Pro mir gekauft habe, habe ich jetzt lange mit den One Audio Kopfhörern Musik gehört und auch produziert. Ohne Scheiß, wenn ihr auch günstige Kopfhörer sucht, ihr könnt gerne nochmal das Video anschauen, falls ihr das noch nicht kennt, auch mega zufrieden. Und wurde jetzt leider ersetzt durch Biodynamics und ich bereue den Kauf überhaupt nicht, auch wenn ich 120 Euro bezahlt habe. Mega, mega geil. Genau, dann gehen wir gleich mal weiter. Das kennt ihr zwar schon, aber ich zeige es euch gerne nochmal. Hier hinten versteckt mein Audio-Interface Focusrite Scarlett 2E4. Video dazu habe ich auch schon gemacht. Ich kann es euch nochmal kurz zeigen. Hier links
mein Mikrofon angeschlossen. Hier könnte ich jetzt noch eine Gitarre oder noch ein Mikrofon anschließen. Hier über die Taste kann man das auch sogar einstellen. Hier, Leute, ganz wichtig, das sage ich auch immer wieder, 48 Volt Phantomspeisung, zumindest ist das jetzt hier im Focusrite drin. Ohne diesen Knopf, beziehungsweise wenn ihr diesen Knopf nicht aktiviert, könnt ihr dieses Mikrofon auch nicht benutzen. Und deswegen gab es bei mir damals Probleme, warum mein Mikrofon nicht funktioniert, habe ich einfach mal den Knopf gedrückt, weil diese Mikrofone brauchen einfach die 48 Volt Phantomspeisung. Und ja, jetzt funktioniert's. Einfach aktivieren, könnt ihr auch immer anlassen. Scheißegal, funktioniert ohne Probleme. Hier hinten, ja, kann man sogar sehen, Eventone Mix Cube. Den habe ich mir auch vor kurzem gekauft. Boxen habe ich beim Streamen natürlich aus. Ich kann euch auch mal kurz zeigen, wie das Ganze dann aussieht, wenn ich streame. Das heißt, Biodynamics, geschlossene Kopfhörer sind am Start. Mikrofon ist am Start. Pop-Up-Schutz ist am Start. Mikrofon hängt schief. Können wir hier natürlich ein bisschen justieren, festmachen, zack, zack, let's go, Streaming beginnt und alle sind glücklich. So, Freunde, jetzt kommen wir zum letzten Teil, und zwar mein Streaming- bzw. Aufnahmeprogramm für Reaction-Videos oder halt die Streams. Und zwar benutze ich, komm, gönnen wir uns den Luxus, Knopfdruck, zack, ich benutze OBS Studio. Ich weiß, es gibt so viele andere Programme wie Streamlabs und, ja, keine Ahnung, was es noch alles gibt. Ich bin mega zufrieden, obwohl ich ab und zu mal ein paar Audioprobleme hatte. Die behebe ich eigentlich immer, wenn ich OBS einfach schließe und nochmal neu starte. Das hatte ich auch im letzten Stream. Ihr habt zum Beispiel keinen Desktop-Sound gehört, deswegen habe ich den Stream nochmal beendet, beziehungsweise den Stream einfach neu gestartet. So, und zum Schluss bauen wir jetzt noch zusammen kurz den Mikrofonarm auf für, nein, nicht das Mikrofon, sondern für diese Kamera. Diese Perspektive hattet ihr jetzt immer in den Streams oder in den PC-Vlogs, Reaction-Videos und so weiter. Das wird sich jetzt ändern. Ich werde euch hinter in die Ecke stellen. Natürlich kann ich euch dann genauso herschieben wie mit diesem Mikrofon an. Ich würde sagen, wir packen das Ganze mal aus. Also ich habe gelesen, bis zu 2 Kilo soll der Arm halten. Ich weiß gar nicht, was die Kamera wiegt mit Objektiv. Ich glaube sogar mehr. Also Verpackung, Leute. Gut ist was anders. Hier ist auch schon eingedrückt. Aber der Artikel war jetzt auch nicht so teuer. Was habe ich gezahlt? 17 Euro oder so. Zumindest kommt der wieder in einer Plastikverpackung. Das heißt, ich habe wieder mehr Müll hier im Studio. Ich sollte echt mal aufräumen. Nein! So, Freunde. Jetzt haben wir schon das erste Problem, und zwar haben wir ein großes Problem. Ach komm, was soll ich jetzt machen? Also, das hier ist der Mikrofonarm. Das Problem ist nur, dieses Gewinde, was hier ist, passt nicht auf meine Kamera. Was mache ich jetzt? So, damit hat sich das eigentlich auch erledigt. Das heißt, entweder ich kaufe mir jetzt einen neuen Adapter, beziehungsweise ich schraube ein anderes Gewinde drauf, damit ich die Kamera befestigen kann. Oder ich muss mir ein neues bestellen. War da noch irgendwas drinnen? Nein, außer eine Anleitung, aber ich kann ja hier mal kurz schauen, ob hier irgendwas angezeigt wird. Natürlich nicht. Also, Freunde, hat sich das damit erledigt. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Ich werde mir, wie gesagt, noch eine Lösung einfallen lassen. Gewinde ist viel zu groß, damit kann ich die Kamera nicht befestigen, beziehungsweise draufschrauben. Leute, das war's mit dem Video. Test folgt natürlich, beziehungsweise werdet ihr dann in den kommenden Streams sehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, Fragen, Videowünsche, whatever, gerne kommentieren oder mir auf Instagram schreiben. Es kamen wieder zahlreiche Nachrichten rein. Ihr müsst halt verstehen, ich kann nicht jede Anfrage gleich beantworten, beziehungsweise zu allem gleich ein Video drehen. Ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt um dieses Problem. Ich muss jetzt gleich mal ein bisschen wieder shoppen gehen, obwohl ich eigentlich nichts mehr kaufen wollte. Genau, in diesem Sinne, das habe ich jetzt zum 10. Mal gesagt, in diesem Sinne, Freunde, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns zum nächsten Video oder vielleicht zum nächsten Stream. Und ja, Leute, haut rein, bis dann. Ciao.